Willkommen zu einem mal wieder sehr verpeilten Stream. Yay! Yay! Mir tut der Arme, deswegen muss der Chris steuern. Ich hatte mich hingelegt und habe eine Runde geschlafen. Yay! Und dann hat der Chris überhaupt nicht auf die Uhr geschielt, weil er muss schielen bis dahin. Er hat DayZ gespielt und deswegen sind wir jetzt viel zu spät dran. Yay! Die Melika war unsere Retterin, weil ihr habe ich mal meine Telefonnummer gegeben. Und sie hat dann mich angerufen auf dem Telefon, was drüben lag, weil meine Mama vorher angerufen hat. Und ja, dann ich so, Melika, hallo, hallo, ey du, weißt du, sie wollte doch streamen. Ich so, wie viel Uhr haben wir denn? Melika so, dreiviertel neun. Ich so, naja, jetzt fangen wir eine Stunde später an. Jetzt fangen wir eine Stunde später an, ja. Alter, davon machen wir 2 Stunden länger oder so. Nee, ihr kriegt nicht meine Telefonnummer. Die hat nur die Melika, weil wir uns mal treffen wollten. Und ihr wisst, ich bin sehr vorsichtig mit privaten Daten, deswegen kann die Melika sich sehr geehrt fühlen. So. Ja. Unsere Telefonnummer hat übrigens auch noch die Jessie90, weil die war schon zweimal hier. Mhm. Okay. So, jetzt nochmal das Richtige. Ich hab du hast die PN geschrieben? Keine PN. Also eben habe ich 2 dumme PNs gelesen. Ey, in Digimon, wie kriege ich denn Armadillumon? Bin ich ein Lexikon? Nein. Nein, aber du bist ein Digimon. Nein, bin ich auch nicht. Deswegen habe ich geschrieben, guck bitte in der Digi-Wiki, weil ich habe auch keine Ahnung. So, dann habe ich noch eine E-Mail gekriegt. Ey, Motoko, mit was nimmst du Digimon auf? Darauf habe ich geantwortet. Ich habe ein FAQ und da kannst du nachgucken, mit was ich aufnehme. Und da ist sogar ein Link zu dem Programm. Yay. Ach so, du meinst deine Adresse. Ja, die habe ich bekommen, Mary. Ja. Okay, tut mir leid, die dummen E-Mails, die bleiben länger am Kopf. So. Das ist doppelt lesen. Ja. Welcher schneller ist. Ja, mal gucken, welcher schneller ist. Der da ist schneller. Der ist schneller, der rechte. Aber, nee, den habe ich nicht runtergezahlt. Ich hole das Gold. Ja, toll, der Dark Ninja, jetzt kannst du mir den Anfang sagen. So, ja, Sivaron, ich habe die E-Mail leider schon gelöscht, aber ich habe die Antwort noch. Ich kann es ja an dich weiterleiten, aber dann kriege ich noch mehr von diesen E-Mails. So, okay. Ach, guck mal, der Behälterling bewegt sich. Willkommen zum Stream von Overworld. Omen des Sommers. Es ist gerade erst rausgekommen. Ich habe mir dann sofort die Sammler-Edition geschnappt. So ist das ja. Sammler-Edition kommt zuerst raus, danach kommt die Normalversion raus. Eigentlich ungefähr so einen Monat später kommt die Normalversion raus auf Big Fish Games. Aber da die momentan ein Angebot haben, dachte ich, hey, das kaufst du dir doch. So, das habe ich dann auch gemacht. Und es geht los. Wir drücken auf Spielen. Schwierig, oder? Mein Schatz. Ja. Last spring, I moved to an old house in the countryside. I hoped for a quiet life, but instead I stumbled upon another world hidden beneath our own. It was a world of dark fey magic few had ever seen. I met a young girl named Fiona, who was trapped by an evil creature called the Shade. I saved her, and now Fiona is under my care. Even as I hug Fiona close, I know she is still in danger. The Shade wants to cast an eternal winter and rule over our world. Fiona and all other human beings born with magic stand in his way. Fiona told me her teacher, Ms. Thomas, can help her stop the Shade. We've arrived at Fiona's old school to look for her. I can only hope we're not too late. Tod der Krähen. So, wir sind angekommen. Ihr habt ja die Geschichte nochmal gehört. Aus dem ersten Teil ist ja schon eine ganze Weile her, dass wir das gespielt haben. So. Cyberon, ich habe eben erst einen Test gelesen, bevor ich eingeschlafen bin. Und da haben die gesagt, das dauert schon so 3-4 Stunden, das Wimmelbild. Und das ist die Special Edition, es ist nochmal 45 Minuten dazu. So. Autotüren schauen wir uns an.
Da ist was? Ein Stofftier. Das können wir bewegen. Oh. Das sieht aus wie ein Foto. Ah, da sind ihre Eltern drauf und ihre Lehrerin wahrscheinlich. Da liegt noch was darunter. Eine Blume und da links, da liegt der Autoschlüssel, Chris. Also der Chris steuert für mich. Und deswegen ist es dann so ein bisschen chaotisch. Als ich noch die Gabe hatte, war da mehr als nur ein einfaches Stück Papier. Meine liebe Fiona, Hilfe ist auf dem Weg. Bleib, wo du bist. Gib auch der Vogelscheuche in der Schule Bescheid, wenn du kannst, Miss Thomas. Wenn ich nur wüsste, wo ich hier bin. Packen wir ein. So, das Hupen hilft anscheinend nicht so viel. Verschlossen, wo habe ich bloß den Schlüssel hingetan? Da haben wir den Schlüssel. Und wir finden eine Muschel. Eine Muppel. Was bringt das? Ich weiß nicht, was das bringt. Cyberon ratet schon, was es diesmal wird. Keine Tascheneule, kein Taschenfeuerzeug. Mal schauen. Taschenzwerg wird es vielleicht diesmal sein. Übrigens von Awakening, glaube ich, kommt noch ein Teil, oder? Schatz, weißt du es nicht? We have to find my teacher, Miss Thomas. But first, you need the sight to be able to see magic and fey creatures. See that plaque? There's more to it than meets the eye. Ja, Mädel, du bist zwar gerade 7 oder 8, aber klingst wie 50. Na, so schlimm klingt sie nicht, aber sie klingt so erwachsen. Yay. Ja. If you can restore that plaque to its true form, you'll be able to see the school's true form as well. Okay. Drück. So, also wie gesagt, ich muss leider immer Anweisungen an den Chris geben. Deswegen ist es ein bisschen chaotisch. Ah, da müssen wir Sachen jetzt rein. Reinsetzen. Die Mupfel. Die Blume. Blatt. Und da fehlt noch ein Stock, Schatz. Der muss dann bestimmt auf dem Boden irgendwo liegen. Da liegt er. Und drauf da. Oh oh. This is the gift of sight, the ability to see the magical world. The evil we sensed is probably looking for Ms. Thomas. We have to stop them before they find her. Okay. Was ist das? Ein Nest mit, was ist das? Eine Murmel? Perle? Okay. Ich habe immer ein, eine große Perle oben stand übrigens, was es ist. Und Motoko kann nicht so schnell lesen. Oh. Sieht aus, als ob da ein paar Feen eingesperrt sind. Mach mal auf. Ah, jetzt können wir auch sehen, was da drauf ist. Die Karte. Yay. Nee, wir haben eine Karte. Melika, ich will die da sehen, bevor er das wieder nicht aufnimmt und wir das nicht bemerken. Deswegen bleibt die Zahl erstmal da. Nicht, dass wir wieder so wie letztes Mal. Ja, nicht, dass wir so wie letztes Mal dann wieder die Hälfte aus dem Stream ziehen müssen, weil wir das Bild nicht aufgenommen haben. Da musste ich ja auch nochmal was komplett spielen und dann, oh. Und die seht ja eh eigentlich nur ihr. Ja, die seht ihr nur im Stream. Später in der Aufnahme sieht man die nicht mehr. Und ich denke mal, da unten, da stürzt sie auch nicht. Nö, ich glaube. This is the gift of sight. The ability to see the magical world. Das kennen wir schon in den Text. The evil we sensed is probably look... Finde 15 Krähen. Tja, Schatz. Erstmal drehen. Chris, also das Dunkle in dem Ring ist der Kopf von der Krähe. Und unten ist der Körper. Sehr sicher. Ja. Okay, es ist nicht der Kopf der Krähe, es war der Flügel der Krähe. Siehst du, das ist ein riesen Unterschied. Ja, absolut. Ja, okay. Jetzt geht's an die Krähen. Links. Höher. Da ist eine, ne? So, also nochmal zur Erklärung. Mein Arm tut weh, deswegen tut der Chris klicken. Und ich tue nur meine Stimme benutzen.
die letzte Woche auch noch angeschlagen war, wie immer, habe ich immer alles gleichzeitig. Es fehlen noch 4 Krähen. Sonst könnt ihr auch gerne miträtseln. Vielleicht seht ihr die besser. Oben rechts. Wo ungefähr? Das Ding hat eine Kante und ein Ende. Im Tor oben rechts. Schatz, du musst abstrakt denken. Das ist, wird jetzt aus den Biegungen. Ah. Aus den Biegungen gemacht. Yay. Ja, es ist wie bei diesen Bildern, wo man die Augen drauf schielt. Wenn man es dann einmal gerafft hat, dann findet man dies auch immer wieder. So. 2 Stück noch. Ja. In der Mitte? Ah. Rechts. In der Mitte rechts. Achso, das war das, was die Marinari gerade entdeckt hat. Wie gesagt, wir kennen das Spiel auch nicht, deswegen. Wer findet das letzte? Hast du es gefunden? Nein. Ganz oben. Vielleicht da. Ah. It began when feathers fell from the sky. I felt a strange foreboding, just like when I first met the shade. Follow you from now on. My locket can help give us hints along the way. Let's go. Okay, wo sollen wir denn hingehen? Also in die Schule auf jeden Fall nicht. Schmeiß jetzt mit den Murmeln ab. Ja, genau. Immer den, was ist das überhaupt nochmal? Ich vergiss. Das, was daneben ist, was ist das? Ein Krähennest. Nein. Ein Auto. Nein, unten im Inventar. Schraubenschlüssel. Oh, Schraubenschlüssel, so hieß das Ding. Das ist nicht richtig. Auf den Kopf, auf den Kopf. Immer gegen die Birne. Ja, schade, das funktioniert nicht. Kannst du mit ihm sprechen? What's this? A little girl looking for Miss Thomas. Do not worry, Master. I'm sure I will find her first. Okay. Fool. Do not underestimate the power of that mortal. She has stopped me once before. I'm still weak. You must fight for me, Crow. Oh, wie süß. Der Schatten ist schwach, weil wir ihn schon mal bekämpft haben. Und was für ein Film erinnert uns das? Ich weiß es nicht. Sag du was. Vielleicht Harry Potter? Ja, so ein bisschen Harry Potter, genau. Das so ist oft so. Wie Voldemort, ja, genau. Voldemort wurde so oft angegriffen und. Oh mein Gott, der Herr ohne Namen. Und wir haben seinen Namen gesagt. Und ja, genau, deswegen muss er seine Handlanger für sich kämpfen lassen. Genau. Find the teacher, take the girl and bring them both to me. Or else you will have no place in the eternal winter. Now go. Drück. Ey, die ist so groß wie ein Mensch. Danke. Yay. Memory mal ein bisschen anders. Ja, Memory. Ich glaube nicht, dass du die nebeneinander an. Du musst sie nur richtig klicken. Geschafft. Resilient little worms, aren't you? I will not fail, my master. Come and enter the school if you dare. Mhm. Immer doch. Puh, immerhin ist er jetzt wieder kleiner.
Und da liegt eine Feder und die Tür ist offen. Okay, es war eine Herausforderung. Die nehmen wir natürlich gerne an. Also den Chris werdet ihr nur leise im Hintergrund hören. Der hat auch gesagt, er will gar nicht so kommentieren, aber jetzt kommentiert er doch immer mit. Also wenn du reden willst, musst du schon zu mir reden, Schatz. Weil ich hab's Mikro. So. Und das erste Suchspiel, die gelben sind für uns oder die weißen, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Wir müssen erstmal gucken. Und ihr könnt schon mal anfangen zu suchen. Wahrscheinlich die gelben. Ja, dann drück. Da ist der Hammer drin. Ja, die gelben sind dann für uns. So. Der Löffel. Die sind nämlich in Unterbildern versteckt. Windrad und Maus. Genau. Schere und Armreif. Genau, jetzt der Rest ist für euch. Und da wird geschrieben... Chris soll nicht spoilern. Cyberon, Chris kann nicht spoilern, habe ich in der Ankündigung gesagt. Er kennt das Spiel auch nicht. Rotes Preisband oben rechts. Yay. Pferderennen-Preisband. Die Kamera ist rechts neben dem blauen Koffer in der linken Seite des Bildes. Was? Was eine Kamera. Kamera. Die Maske ist im Karton in der Mitte neben der Kamera. Mhm. Der Stern ist in der Mitte. Was? Genau da. Der Stern. Ach, Stern. Ja. Bin müde. In der Mitte das Blaue, genau. Und jetzt fehlen noch die Rumba-Rasseln. Chaka, chaka, chaka. Jetzt sieht aus wie eine Taschenlampe, aber ich sehe keine. Ah, doch, ich sehe die Rasseln. Mitten in der Mitte. Über der Puppe, die beiden Öhrchen. Genau, Mary. Finde diese Blütenblätter nicht cool. Hammer, das könnte nützlich sein. So. Weiß ich nicht. Irgendwie schon, ne? Weiß ich nicht, aber wenn du da noch was machen kannst, guck mal. Okay. Was? Das ist ja krass. Ja, aber der Reißverschluss, da kannst du bestimmt noch die Kiste. Ah, cool. Das ist ja mal was. Ja, geh doch mal auf das Schütter. Huch. Finde die versteckten Elfensammelobjekte. Neue Auszeichnung, Elfensammler. Schatz, geh mal ins Menü und gucken, was für Auszeichnungen man bekommen kann. Auszeichnungen. Ah. Beende das Spiel in einem beliebigen Spielmodus. Hey, schließe das Spiel im schwierigen Spielmodus ab. Überspringe keine Filmsequenz, den werden wir auch schaffen. Schließe 5 Filme bis 10 ohne Tipps ab. Ja, das schaffen wir doch auch, oder? 10 ohne Tipps. 30 Minispiele. Alle Minispiele. Ohne Tipps zu verwenden. Na, das schauen wir mal. Gesamtes Spiel ohne Tipps. Spiel das Spiel eine Stunde lang. Spiel das Spiel in weniger als 6 Stunden. Was? Links? Schließe das Spiel in weniger als 6 Stunden ab, okay? Finde Miss Thomas. Finde alle 3 Artefakte, mit denen der Schatten besiegt werden kann. Ja, ansonsten ist das Spiel wohl nicht vorbei. Wie viele Sammelobjekte gibt es, Schatz? Oben links. 1 von 60. Oh, dann müssen wir bestimmt, haben wir bestimmt eben schon welche übersehen. Also ihr müsst wieder nach Feen die Augen aufhalten in den Bildern. Ich bin jetzt sehr weit weg, das heißt, ich sehe die Feen auf jeden Fall nicht. Ich sitze hinten auf meinem Ball. I've forgotten my locker combination. I think I wrote it somewhere in my classroom. Oh, das ist sehr schlau, seine Passwörter im Klassenraum aufzuschreiben. Aber gut, Mädel. Dieses Foto wurde zum Gedenken an Fionas Verschwinden aufgestellt. Da liegt was. Würfel, Würfel. Und links daneben, was ist das? Metallene? Ich kann das nicht erkennen von hier hin. Ich kann mir vorstellen, wie die Kinder sich während der Hofpause einen Schluck Wasser geholt haben. Am, ja. Dings.
Da oben ist eine Fee, Schatz. Da, genau da. Nee, irgendwie ist da nichts. Da wurde nämlich geschrieben, Elfen sammeln. Hab eine in der hellgelben Blume. Hellgelben Blume. Ja, für mich ist das das Ding, was du da hinten hattest. Über, in der hellgelben Blume, über dem Bild von Fiona. Ja, da ist aber nichts. Nee, das sieht vielleicht nur so aus, aber es war nicht richtig. Aber super für den Anfang. Ja. Genau, also ab mit dem Hammer da drauf. Und der Chris steckt die Scheibe ein. Schatz, magst du nicht doch zum Mikro hinsprechen, wenn du so viel mitkommentierst? Der redet nicht, obwohl ich die ganze Zeit höre, dass er redet. Looks bleak, reflecting the dark spell it has fallen under. It will take time before the light finds its way in. Mhm. So, ja, es ist wirklich sehr düster hier drin. Da ist eine Feder. Abdeckung. Ein alter Schrank mit etwas dünn, könnte ich ihn aufhebeln. Hm, das ist nicht dünn genug anscheinend. So. Klassenzimmertür, große Perle. Dem Krähen-Iblim fehlt ein Auge. Ja. Schatz, wir müssen noch auf eine Fee suchen. Also halt mal ein bisschen inne, bis wir die Fee entdeckt haben. Ey, du sollst sie nicht suchen, du Hornochse. Ja, klick drauf. Nein. Klick drauf. Nein. Jetzt habe ich schon übersteuert. Ja. Der Chris ist so blöd. So. Okay, Savarondo hat's recht. Der hat wieder gespoilert. Ach. Du musst diesem Reflex widerstehen, mit der Maus sofort drauf zu zeigen. Entschuldigung. Was ist denn das? Eine Vogelscheuche? Who goes there? That voice. Fiona? It's me, the Scarecrow. I tried to protect the school, but the shade trapped me here. I can help you defeat the crow if you get me out of here. Ja, wir versuchen dich da mal rauszuholen. Vielleicht. I've lost my rake. My hat, my arm, and my eyes. Return them to me, and I can chase the crow out of our school. Eine Hake, ein Hut, ein Arm und die Augen hat er verloren. Okay. I was able to swipe this off the crow before he and the shade imprisoned me. I hope it's useful. Was konntest du denn der Krähe abnehmen? Vogelscheuche gibt dir ein Juwel, okay. Die Taschenvogelscheuche wird schon geraten. Da war gerade irgendwie ein Rezept so ein bisschen an der Wand, ne? Was man sich da irgendwie holen muss, um... Nein, ich denke mal, du wirst dich nachher tauschen müssen. Tauschen müssen, meint der Chris, das okay. Das Holz, mit Ding, vielleicht irgendwie Brett oder so. Ne, da Baum plus Axt gleich Holz. Und der Chris redet wieder, aber nicht ins Mikro. Nein. Ja, Chris, red doch ins Mikro. Du sollst übersetzen. Na, ich übersetze ja auch. Man muss doch mal auch gar nichts übersetzen, du Hornochse. Du übersetzt mein Reden. Dein Gelaber übersetze ich ja. So, komm, red doch einfach ins Mikro rein, wenn du was sagst, ja? Ich muss so drehen. Ja, dann musst du dich halt so drehen. Du kannst auch einfach die Maus ein bisschen rüberschieben, bei die Tastatur brauchst du eh nicht und dann kommst du ein bisschen näher zu mir. Ich hab Angst. Oh, du hast Angst vor mir. Ich beiße dir auch so doll. Mhm. So. Ja, da muss. Au, da muss mein Bein sein. Ich sitze auf dem Ball. Was soll ich denn machen? Ey. Hilfe. Das geht gar nicht. Ich sitze hier so richtig auf der Klostellung. Oh. So. Was war so eine Stellung? Die Klostellung. So. Wir sitzen so schon nah genug aneinander, das klappt schon. So. Sehe ich nichts mehr. Du siehst nichts mehr? Ja, dann musst du wieder näher ran. Oder wir müssen doch auf Vollbild schalten. Ah, ich glaube nicht, dass er das ins Auge gehört. Der sieht ein bisschen anders aus, ne? So. So. Hier müsste dann auch noch eine Elfe sein, oder? Ah ne, die hast du ja schon gefunden, ja, ne? Die war auf dem Schild. Aber vielleicht eins weiter draußen noch. Ja, ich weiß nicht warum schon wieder, weil mich das Ding schon wieder zanken will. Ein Frame. Jetzt hat er gespeichert. Jetzt nicht.
ja eins nochmal? Nö. Doch nicht. Frag mich nicht. Wenn es länger andauert, dann müssen wir was dagegen machen. Ansonsten reicht es erstmal so. Seht ihr hier irgendwo eine Elfe? Wir suchen die Elfe. Wo ist die Elfe? Chris, halt die Maus still, bevor du sie da spoilerst. Ich sehe noch gar nichts. Wir müssten eigentlich hier auch eine Elfe haben. Das heißt, wir müssen mal die Elfe suchen. Wahrscheinlich wie immer in jedem Bild eine. Anna, du kommst genau richtig. Wir sind nämlich alle hier verpennt. Das heißt, wir haben eben erst angefangen. Genau. So. Ich sehe die Elfe auf jeden Fall nicht. Also entweder ihr seht die oder keiner seht die. Wahrscheinlich gibt es da keine. Meinst du, es gibt da noch keine? Denkt man nicht. Ich weiß es nicht. Die sehen aus wie Elfen halt aussehen, ne? So kleine Elfen. Dann gehen wir wieder ins Haus. Nee, wir gehen jetzt zum Spielplatz. Dann geh halt zum Spielplatz. Drück mal drauf, da muss doch was drunter sein. Alte Blätter, vielleicht kann ich sie irgendwie durchsuchen. Wegkratzen? Ich weiß auch nicht, was sie nehmen will dafür. Da kommen die Perlen dran. Das ist ein Rechenschieber. Da habe ich letztens eine Doku drüber gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht mit dem Chris zusammen, ich weiß es nicht. Da waren, warte erstmal, ich erkläre gerade was. So, da haben die gezeigt, dass, ach genau, das war diese schlauen Doku, diese Genie-Doku, dass auch ganz normale Menschen schnelles Rechnen lernen können, auch mit ganz, ganz großen Zahlen, indem sie von klein auf mit so einem, wie heißt das Ding? Hier dieses Schiebeapparat trainieren. Und dann sind die später so schnell, dass sie da diese Kugeln im Kopf herumschieben und können innerhalb von Sekunden so Matheaufgaben lösen. Hast du die mitgeguckt, die Doku? Nein. Oder der Chris ist schon eingeschlafen. Wie immer. Zieh jedes Stofftier in die entsprechende Hütte. Was ist denn an denen unterschiedlich? Wollschwänzchen, Schlappohr, Brille, Schneepfote, Ficky, was? Flecki? Flecki, ich wollte gerade sagen. Blauauge, Dreckohr. Hey, richtig. Wollschwänzchen. Wollschwänzchen ist das da oben. Das braune höher. Oben, nein, das da drüber. Weil da sieht man das Schwänzchen. Blaues Auge ist der ohne Auge. Was? Na gut, blaues Auge hat doch nicht. Schneepfote? Das ist bestimmt nicht. Oder doch, doch, das ist Schneepfote, weil der hat so Pfoten wie so ein. Doch nicht. Schlappohr. Lol. Naja, gut. Die Logik muss man auch nicht unbedingt nachvollziehen, aber wir haben es geschafft. Die verfickste Krähe, jetzt sind all die schönen Hütten zerstört. Ja. Oh, wofür haben wir sie denn gerade zugeordnet? Aber echt, ey, schlimm, ey. Scheibenkleister. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall das Ding. Du musst erst die Leiste entfernen, mein Schatz, sonst kannst du die nicht einsetzen. Das sind zwar zwei Schraubendinger. Achso. Und alle anderen sind schon verloren gegangen. Oh. Ein Rätsel. In der Mitte. Kannst du die in der Mitte auch drehen oder sind die fest? Die Perle in der Mitte gibt ein Muster an. Okay. Ja. Schatz, redest du bitte ins Mikro rein? Ja, hier muss Blätter hin, weil hier ist 1, 2, 3, du bist 4. Ganz leise, wenn ich so... Ja, dann sag du es doch einfach. Ja, aber du redest von selber und da muss... Ich rede aua, das ist mein kaputter Arm. Jetzt red hier rein. Ach, ätzend.
Also, wir haben hier ein Rätsel. Wir haben hier 1, 2, 3, 4. Und wir haben da auch Zahlen. Das erste ist, also oben wird wohl die 1 stehen, darunter die 2. Das halb abgerissen ist die